Boah, ich weiß jetzt, welche Insel das ist. Da wohnt Unge. Das ist Madeira. Alter, geil. Guten Tag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge DayZ. Wir haben in der letzten Folge echt gutes Zeug gefunden. Ja. Ah, 1, 2, 3, 4, 5 Waffen, die wir nicht benutzen können. Doof jetzt mal gesagt. Das ist geil. 5 Waffen einfach dabei und keine kann ich benutzen. Ja, also 5 Waffen dabei, die wir nicht benutzen können und 2, die wir benutzen können. Die Pistole und die Schrotflinte. Dosen, das ist geil. Da snacke ich mir auf jeden Fall nochmal eine rein, bevor wir hier durchschwimmen. Weil heute werden wir da rüber schwimmen. Ich habe Angst wie Sau. Ich habe wirklich Angst wie Sau, weil die Ausrüstung, was wir dabei haben, ist nicht annähernd da, wo ich sie haben will. Bevor wir darüber gehen. Böse jetzt mal gesagt. Und, boah, mir geht jetzt schon die Düse. Tüche zu. Metallsäge brauche ich leider nicht. Deswegen, ich werde mich jetzt so viel Zeug reinböllern. Was bringt mehr? Ich glaube, Dosen Pfirsiche bringen mehr. Natürlich mit der guten alten Machete. Ja, einfach den Kopf ab. Den Kopf abheimern von der Dose. Jetzt, Junge, stopf dich schön voll. Das gibt lecker viel Wasser. La 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 la, lecker Schmecker. Wir gehen da jetzt einfach rüber, ist mir jetzt egal, dass wir jetzt ein bisschen Trinkdefizite haben. Wenn nicht, trinke ich halt das Meer. Ist doch auch lecker. Lecker Salzwasser. Kann man immer mal machen. Ich esse jetzt absichtlich mal nicht die andere Dose. Die große Dose, weil ich will nicht kotzen unbedingt. Oh, sollten wir auch dann direkt ins Wasser gehen? Das heißt doch immer, man soll, wenn man was gegessen hat, erst eine halbe Stunde ins Wasser gehen. Ich hoffe mal, DayZ ignoriert das jetzt. Und dass wir jetzt nicht hier süffeln. Ich weiß, das ist jetzt dumm, was ich mache, aber... direkt Schaden bekommen. Aber... Geronimo! Hab keinen Schaden bekommen. Na, Glück gehabt. Kennt ja sonst mein Glück immer. Gesprung, wupp, tot. Ah, kalt wird uns. Ich hoffe mal, dass wir nicht zu viel Schaden bekommen. Es wäre auch mal geil, wenn die hier so eine Art Boote oder... Gibt es schon Boote hier? Glaube ich nicht. Oh, Gottes Willen. Ich glaube, wir müssen wieder zurückschwimmen. Es ist so kalt, dass wir direkt Schaden bekommen. Ich schwimme mal ein paar Meter und schaue mir das mal an. Wenn es jetzt wirklich unterhalb geht, müssen wir direkt zurückschwimmen. Weil das bringt uns dann wirklich nichts. Wenn wir jetzt hier erfrieren. Das ist mir noch nicht passiert. Im Meer erfroren. Das ist mir noch nicht passiert. Wenn das jetzt passiert, wenn es jetzt wirklich auf halb runter geht, schwimme ich direkt zurück. Jetzt können wir es noch. Jetzt können wir es noch. Aber ich werde trotzdem hier ein bisschen mehr Gas geben. Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Mir ist doch warm. Ich schwimme doch. Ey, das Wasser ist doch auch voll warm. Das ist doch hier, Hier, wir sind doch hier bei den Malediven, na, richtig schön warmes Wasser, geil. Wo gibt's noch warmes Wasser? In der Badewanne gibt's auch warmes Wasser. Keiner Vergleich, Malediven und Badewanne. Gibt's beides warmes Wasser. Boah, ich weiß jetzt, welche Insel das ist. Da wohnt Unge, das ist Madeira. Alter, geil. Alter, dann beginnen wir hier ein Inselleben. Falls wir es nicht mehr zurückschaffen, natürlich. Boah. Alter, das ist Madeira. Sieht ganz schön abgefragt jetzt aus. Eieiei. Wollte der hier nicht alles voller McDonalds bauen? Irgendwie sowas war doch. Hey, Madeira. Geil. Also das ist wirklich, ja, schön geworden, Madeira. Ah ja. Hat. Oh Gott, jetzt muss ich mich beeilen. Nicht sanieren. Schwimmen, Junge. Schwimmen. Half-Life. Half-Life, Junge. Schwimmen. Eine Ewigkeit später.
Ob Junge, zieh die letzten paar Meter. Olympia, Goldmedaille kriegst du. Goldmedaille, wenn du es schaffst, Junge. Gold! Für Deutschland! Für Deutschland, Junge! Zieh! Das wäre das letzte 2 Meter ertrunken. Geil. Das ist echt Pech. Junge, zieh, 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 zieh. Raus aus dem Wasser. Raus aus dem Wasser. Oh. Junge. Ein paar Meter müssen wir noch schwimmen. Aber ich wärme hier ein bisschen erstmal auf. Junge, wärmt. Oh Gott, das Leben geht immer noch runter. Blöd. Ich wollte mal trotzdem mal kurz schauen, Entfernungsmesser. Uppala. Vielleicht mal so gucken. Okay, gar nicht so weit. 500 Meter ziemlich. Ja, circa 500, ja. Je nachdem. Circa 500 Meter, okay. Uns friert es immer noch. Wir brauchen eigentlich was Warmes zu anziehen. Versuche jetzt gar noch darüber gleich zu kommen. Boah, jetzt. Sorry, dass ich hier zu leise war. Aber ich dachte, ich hätte den DayZ ein Hai gehört. Ei, da lief es mir jetzt wirklich eiskalt. Oh Gott, deswegen, wir sind gleich tot. Wir sind gleich tot. Ich Trottel, ich hätte doch warten sollen. Ui, neuer Rekord. Erfroren. Hier in DayZ. Habe ich noch nie geschafft. Bin noch nie erfroren in DayZ. Hätte jetzt doch lieber warten sollen, nicht Trottel. Aber egal. Egal, dann sterben wir einen Kältetod. Lagerfeuer kann ich leider auch nicht bauen. Alles klar, hier ist eine Autotür. Danke sehr. Naja, ich glaube, wenn wir jetzt kombinieren, alles klar. Wenn wir hier was essen jetzt, dann geht es uns garantiert auch besser. Geht uns garantiert auch besser. Bitte. Lagerfeuer kann ich auch nicht bauen, auf die Schnelle. Bitte, wenn jetzt einer uns anpustet, sind wir tot. Wortwörtlich. Eine Kopflampe. Ist hier ein bisschen wärmer? Oh, ein bisschen mal kurz hier aufwärmen. Oh. Ist alles noch nass, feucht, feucht, feucht. Ich laufe trotzdem mal. Ich glaube, es hat trotzdem was gewirkt, im Kreis zu laufen. Ja, es wirkt auch was. 12 Sekunden später. Ich bin hier gefangen. Ich drehe hier schon durch. Ah! Ist halt wirklich so. Wenn jemand das hier wirklich zum ersten Mal sieht, denkt er sich doch bestimmt auch, Alter, der Typ, der ist doch hier wirklich grenzdebil. Der hat die doch nicht mal alle. Wenn er hier die ganze Zeit in der Box vorwärts und rückwärts läuft, um sich aufzuwärmen ein bisschen. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen muss. Ach, ich schaue jetzt auch mal hier raus. Hoffen wir, dass uns nicht hier direkt ein Zombie in die Arme läuft. Es wäre wirklich schön, wenn wir davon erspart blieben. Deswegen laufe ich jetzt auch gerade mal ein bisschen am Rand. Es wäre toll auch, wenn wir irgendwo trockene Sachen finden würden. Das wäre ziemlich knorke. Lauf, Junge, lauf. Und es scheint, hier sind die Sachen noch zu. Okay, oder? Ich hoffe mal. Zombie-mäßig ist hier auf jeden Fall nicht so viel los. Auf die Türme muss man halt auch immer aufpassen. Ah, ist zu noch die Tür, geil. Patrouillenjacke, die sieht ziemlich kaputt aus, simuliert, brauche ich nicht. Mütze. Oh ja. Schön. Schön, 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 schön. Rein. Gut. Gut, dann hat die da ausgedient. Mache ich die mal 1. Dann die Pistole lege ich mal nach da oben. Mache ich mal 2. Die Lucilla mache ich mal die Nummer. Wo ist er denn? Nummer 3. Gut. Ach, so fühle ich mich wohler. Das ist echt mal eine Standardwaffe einfach. Ach,
Fühle mich wesentlich wohler schon mal. Danke sehr. So, Nummer 1. Hat sich schon mal gelohnt. Nummer 1 hat sich gelohnt. Hier ist die Tür offen. Lederszene. Könnte ich jetzt eigentlich trotzdem mal meinen Rucksack reparieren? Ist er demoliert? Also es würde gehen. Wenn ich jetzt hier hier mein Zeug da, mein Rucksack hier ein bisschen trotzdem nochmal aufbessere. Blub. Weil den werden wir trotzdem noch ein bisschen haben. Habe ich es gleich mal hier genutzt. Eine Säge, okay. Boah, ich bin hier eh so paranoid immer. Okay, eine Handgranate nehmen wir gerne doch mal mit. Gerne doch. Eine Handsäge. Handsäge habe ich auch noch nicht benutzt in DayZ, sage ich ganz offen und ehrlich. War ich das, wo so gestöhnt hat? So, ich hoffe. Taktische Handschuhe. Magazin? Es läuft doch eher. Das Magazin lege ich auch mal auf die 4. Schön. Dingwaffe. Ist die besser als meine? Nee, demoliert. Meine ist ja noch abgenutzt. Schön. Noch eine. Rauchgranate. Geil. Gut, oh, hier war echt anscheinend keiner. Bin aber trotzdem todesangespannt. Wirklich todesangespannt. Da drüben ist der erste Zombie, aber der ist wegen uns da, hoffe ich mal. Nichts. Schön, schön, schön. Schau erstmal unten. Nichts hier drin. Schade, schade, schade. Verpackte Munition nehme ich mal mit. Noch Magazine. Schön, 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 schön. Vielleicht sortiere ich mal die Magazine. Kompass. Brauchen wir auch. Richtig geil. Lohnt sich. Lohnt sich echt hierher zu kommen. Was ist da? 1, 2 Zombies. Was ist das da? Ein Busch oder ein Zombie? Das ist hier die Frage. Busch oder Zombie? Das ist hier die Frage. So. Mach ich da gleich mal ein paar raus. Blub, 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 blub. Dann blub. Blub. Nicht leeren. Wo habe ich die jetzt hin? Da. Kombinieren. Blub. Dann drücke ich mal die 1. Kann ich das da hier? Na, geht nicht direkt. Blub. Und hier. Tauschen, Trottel. So. Kombinieren. 30 sind voll. Dann mach ich mal so. Tu ich mal. Blub. Wie viel hatte ich jetzt? Ach, egal. Hab jetzt nicht drauf geguckt. 10 reichen locker. Kombinieren. Ja, ja, wir sind hier wirklich wie in Minecraft. Wupp. Wunderbar. 30 Stück. Das ist schön. Hier, das da magagieren. Schön, ja, ja. Blub. Dann machen wir die auch einfach auf. Hallo? So. Das ist schöne Munition. Ja. Okay. Sieht doch nicht so ganz so schlecht aus. Vollautomatisch. Gut, wir haben Munition. Wir können uns wehren. Das ist die Hauptsache, dass wir uns wehren können. Die Gefängnisinsel, die kann echt ein guter Ort sein.
Kann aber auch die Hölle auf Erden sein, sage ich ganz, ganz, ganz ehrlich. Hat er hier schon viel Schabernack. Sturmrucksack ist, glaube ich, ein bisschen schlechter als der. Ich habe 42 und der kriegt 80 rein. Deswegen behalten wir den Bergsteigerrucksack. Ich glaube, ich werde auch den soweit behalten, bis wir den taktischen Rucksack gefunden haben. Wisst ihr was? Wisst ihr, was ich tun werde? Ich mache das da darüber. Dann so, dann so, dann plupp. Das bringt mir nichts schön. Dann mache ich mal das da dahin. Dann das da hier so rüber. Dann geht das da hier. Ah, nee, nee, das ist blöd. Ah, na, na, da, da. Die da, du, da, du. Die da, 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 da. So. Dann flupp. Und. Blöd. Bringt mir auch nichts. Ich nehme das da trotzdem mal mit. Kann ich die noch wegbringen? Ja, natürlich. Gut. Wie viel Platz braucht die? Okay, geht noch gut auf. Geht noch recht gut auf. Mache ich mal hier so hin. Jetzt sehen wir da eine kleine Abschottung. Wenn ich werfe die ganzen Pistolen auch weg. Das wird auch wahrscheinlich passieren, dass ich jetzt die ganzen Pistolen wegschmeißen werde. Ich hoffe mal, dass jetzt hier wirklich keiner da oben drin campt und da hier runterschaut. Lohnt sich im Normalfall eigentlich nicht, dass da einer campt, weil die meisten sagen, sich ist mir zu blöd, hier rüber zu schwimmen überhaupt. Skimaske, ey, die ist ein bisschen geiler als meine. Wir sind Half-Life, deswegen müssen wir ein bisschen trotzdem aufpassen. Drei Zombies. Kein Schalldämpfer drauf auf der Waffe. Vorsichtig, wenn ich hier runterfall, bin ich tot. Jetzt ganz leise. Aber das Dumme ist, ich muss zu den Eingang da vorne. Also bitte ignoriert mich mal. 2, 3, 4 Zombies gleich. Das ist viel. Das ist wirklich viel. Ich hoffe mal, dass da echt kein zweiter hier der Insel ist. Auf Madeira, Junge! Ich wette, hier gibt es auch keinen zweiten Gang oder sowas. Werde ich vermutlich vergebens suchen. Oder vielleicht eine Mauer, wo eingesprengt ist. Werde ich vermutlich. Vielleicht ganz hinten. Ich kann mich leider hier nicht mehr so gut dran erinnern, wo jetzt hier und ob es hier jetzt noch einen Eingang gab. Jetzt kommt der hier nach hinten, Junge! Was ist dein... Warum? Mann, lauf weg! Junge, ja. Nein! Nicht zu mir her! Nein, hier gibt's kein Fleisch! Junge! Ja, richtige Richtung. Jetzt? Ja, ja. Junge, willst du mich verarschen? Geh doch, Junge. Ja, fein. Fein, 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 machst du das, mein Freund. Ich kann da nicht hin. Ich will da nur, doch nur da rein. Verdammte Axt. Weil wir sind halt wirklich schon noch stark angehittet. Und da vorne will ich auch nicht hinlaufen, weil ich sehe mal, wie tief es da runter geht. Da, 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 da rödelt's in mein Hirn. Wir müssen uns vorbeischleichen. Oder versuchen. Wahrscheinlich gehe ich jetzt um die Ecke einmal. Wo sind die Zombies hin? Hier sind nur noch zwei. Bitte, liebe Zombies. Mach keinen Schabernack. Weil im Gefängnis selber gibt es echt gutes Essen auch und Trinken und gibt es viel gutes Zeug. So. Hier hat jemand eine Base. Hier ist jemand mit einer Base in der Tat. Alles klar. Ich stehe zu nah dran und kann nicht auf den draufhauen. Verdammt. Schnittschaden. Lol, 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 lol. Ich sperre mich mal kurz hier in die Zelle ein. Wenn ich jetzt nicht mehr rauskäme, das wär's.
Schnell, 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 schnell. Ich werde jetzt auch mal die da tauschen. Okay, hier baut jemand eine Basis und er will es zumachen. Ja, ist schlau. Hier drin, hier innen drin selber können, glaube ich, keine spawnen. Das ist wirklich schlau, wenn die hier zumachen. Das ist aber auch hier, ja. ist geil auf jeden Fall. Ich würde gern zu dieser Gruppe gehören. Hashtag Inselleben. Und hier ist auch alles offen. Boah, ich hab Angst wie Sau. Wo waren hier jetzt nochmal die Kantinen? Alles leer. Das ist hier wirklich... Puh, muss ich sagen. Hier wird es nicht viel geben im Gefängnis selber. Vielleicht finden wir eine Truhe oder sowas. Wo hier die Insassen... Also, die neuen Piste, weil ich sehe schon, hier ist alles offen. In den Zellen selber liegt ja im Normalfall nichts. Nur in den Vorratsraum im Gefängnis selber. Boah. Das ist hier... Das Gefängnis kann man aber halt auch gut absichern, ist halt das Problem. Habt ihr ja unten gesehen. Das ist hier wirklich gefährlich. Das ist wirklich jetzt eine halbwegs brenzliche Situation. Ich werde vielleicht nochmal in den Gefängnistrakt da unten reinschauen, aber wir haben hier nicht mehr viel zum Looten. Das ist das Problem. Die Kammern sind leer. Zwei Kammern im Hauptgebäude habe ich schon geleert. Ich glaube, es gibt insgesamt vier Hauptkammern. Und da muss ich mal nochmal schauen. Im Erdgeschoss gab es auf jeden Fall auch noch eine. Hier müsste es auch noch eine Kammer geben. Oder waren wir hier? Doch, hier waren wir doch schon. Hier waren wir doch schon. Auch alles leer. Das ist natürlich ein bisschen traurig. Das ist unangenehm. Hinten im Eck kann man sich auch eigentlich mies verkämpfen. Wie im Erdgeschoss. Echt, das ist hier wirklich gut. Also ganz ehrlich, klar, ich kann jetzt einfach meine Axt nehmen oder meine Machete und das Ding im Prinzip innerhalb von Minuten abreißen komplett, aber bringt mir ja in dem Sinne nichts. Das ist echt der Nachteil. Sachen, wo man baut, kann man direkt abreißen wieder. Kann ich verstehen, warum man es so gemacht hat. Na, aber die haben aber halt, also 90% aller Spieler hat eh ein Werkzeug dabei, um das abzureißen. Sage ich ganz ehrlich. Ganz schnell hier rüber. Verdammt, blöd. Ich dachte hier, wir würden hier wenigstens irgendwas zu essen finden. Auch alles offen. Hier sind die Wachen untergebracht. Das ist noch zu. Ah, hier ist die Lautsprecheranlage. Das ist cool. Das ist wirklich cool. Weil man so eine Basis hier schon hat und dann noch so eine Lautsprecheranlage, ist das cool. Aber hier drin in den Raum dürfte normalerweise der Loot mehr als beschränkt sein. Es sei denn, auch nichts hier drin. Schade. Blöd. Das ist wirklich blöd, dass wir die Insel... im Prinzip wieder verlassen müssen direkt. Weil loot-technisch wird es hier nichts weiter mehr geben. Wir haben vorne alles leer gegrast. Es wird hier nichts mehr weiter loot-technisch geben. Hier ist alles echt schon geleert worden. Magazin könnte ich jetzt noch theoretisch mitnehmen von irgendeiner Waffe. Gefängnis, Polizei... Mütze. Mütze. Nochmal Kleidung. Nochmal Kleidung. Ja. Wie ausgestorben hier, hä? Bescheuert, wirklich bescheuert. Ah, und hier haben die dann noch weiter versucht, ihr Zeug hier einzuzäunen. Macht Sinn. Hier liegen aber auch überall noch ihre Platten rum. Magazin nehmen wir mit. Also es lohnt sich auch hier auf so FX schön
auf so Türme zu gehen. Da hinten ist noch was, wo die Spieler hier waren. Hier kann ich noch rüber. Haha, habt ihr ein bisschen geschlampt, meine Freunde? Wir haben ein bisschen geschlampt. Da haben die auch nochmal zugemacht. Hier könnte es nochmal was geben. Hier ist so eine Kaserne. Da mache ich von außen die Tür zu. Dann weiß zumindest keiner direkt, dass wir hier waren. Leer. Unser Drink geht schon wieder runter. Mein Gott. 9 mm, das ist geil. Teufelsgeist. Munition. Nochmal ein geiles Ding hier. Schön. Taktische Unterjacke. Wenn ich die anziehe, ja. Oh Gott. Hier ist die Waffe. Das müsste doch hier von USG. Nee. Oh oh. Das ist jetzt suboptimal. Boah. Ja? Und ich denke, damit war es dann auch soweit von dieser wunderschönen Folge. Daisy, danke. Hausmigration. Schön. Naja. Ich versuche, wenn der Server dann wieder erreichbar ist, gehe ich natürlich wieder direkt drauf. Und wir versuchen uns vom Gefängnis aus wieder rauszuballern. Ich hoffe, dass die uns nicht eingebaut haben oder sowas. Das wäre sehr beschissen, wenn wir dann... Stellt euch das mal vor, einfach eingebaut, ihr spawnt einfach, ihr seid dann eingebaut, wirklich in so einen Käfig. Kommt nicht mehr raus. Das wäre lustig. Ich hoffe mal, dass es dazu nicht kommen wird. Und von daher bedanke mich dann auch fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.